Hallo Leute, willkommen in den Session Bass Kanal. Heute wieder mit Peter und Marco und vor allen Dingen mit dem Spector NS2 und zwar das Doug Wimbish Modell. Leute, was für eine Granate! Wow. Okay, Leute. Willkommen im Session Bass Kanal mit Peter und Marco. Ganz klar, dass ich auch etwas über die Spector Bässe mal loswerden muss. Ganz klare Sache. Und zwar, den habe ich mir extra für euch aufgehoben. Ja, genau, Peter. Fahr mal über das geile Teil mal drüber. Guckt dir das mal an hier. Was für ein geiles Gerät. So unfassbar, ja. Also das ist, ich habe gesagt, Leute, ihr könnt alles reden, was ihr wollt. Liebe Kollegen, liebe Flo, liebe Chefin, aber der gehört mir. Denn das ist der Spector NS2 und zwar der Doug Wimbish. Ein Signature-Modell und zwar Doug Wimbish. Leute, klar, kurze Geschichte, ganz logisch. Ist klar, Marco hat in den 90er Doug Wimbish bei einem Workshop einfach mal betreut. Hier in Frankfurt einen alten Butch Cup noch. Leute, die alte Butch Cup, also das muss ich ja wirklich mal sagen, die war ja schon richtig geil. Ne? Neue Butch Cup ist auch sehr gut, aber die alte Butch Cup, da hängen so viele Erinnerungen dran. Egal, in der alten Butch Cup war der Doug Wimbish damals noch Endorser von Trace Elliott Amps, noch diese Teile mit den grünen Lichtern und den ganz vielen Reglern und so weiter. Und Doug Wimbish kam zu uns nach Frankfurt und hatte mit uns dann einen Workshop. Und als ich damals bei Mr. Bass noch gearbeitet habe, habe ich ihn dann halt einfach den ganzen Tag bzw. 2 Tage betreut. Es war ein sehr lustiger Workshop und hatte damals schon seinen Spector dabei, der letztendlich eben dieses Modell ist, nur seiner ist ein wenig heller und vor allen Dingen, er hat damals in den 90er schon das ganze Ding vollkommen vermacht, also über Lackplatzer, das Ding war so schon naturgerelikt sozusagen, aber im Großen und Ganzen entspricht das Modell wirklich seinem eigenen Teil, was halt den normalerweise mit sich führt. Und er sagte mir damals schon, dass er letztendlich wirklich nur den und noch einen anderen Vierseiter und occasional I play a 5-String, aber natürlich auch von Spector und der Typ ist unfassbar. Also das ist ein Doug Wimbish, Leute, googelt den einfach mal, wo der schon überall gespielt hat. Zu der Zeit war er gerade kurz davor im Studio mit Seal und hat halt eben dann diese ganzen geilen Hits gespielt. Also er und dann ein anderer Bassist, sehr bekannt, Lawrence Cottle, die haben sich dann halt eben dann die Bass-Duties sozusagen während der Aufnahmen geteilt. Natürlich Trevor Horn ist ja auch ein begnadeter Bassist. Also es war dann eine Produktion mit 3 richtig geilen Bassisten. Und er sagt halt eben, Marco, sorry, ich weiß gar nicht mehr so genau, wo ich was gespielt habe, denn wir haben alle die ganzen Songs gespielt und der Trevor Horn hat halt dann einfach dann das ganze Thema so gemischt. Aber er sagte, er hat alles mit diesem Bass, und zwar sein Vierseiter gespielt, den halt eben dann teilweise runter auf D oder auf C runtergestimmt hatte, wirklich komplett live eingespielt. Also ein wahnsinnig netter Typ, ein super Bassist natürlich. Und das Lustigste dabei, ich glaube, das ist der Bassist mit den meisten Pedalen auf dieser Erde. Der hat 3 Pedalboards dabei gehabt, Leute. Ich habe noch nie so viel Digital-Delays auf einem Board gesehen wie bei ihm. Er hat die halt eben so als Sampler quasi benutzt, mehr Stimmigkeiten, Sachen gemacht, Verzerrer. Also es war, ich habe alleine, um die Pedalboards aufzubauen, 1 Stunde gebraucht, ja. Also eine ganze Stunde. Workshop war vorbei, wir sind essen gegangen, da hat er mir so ein paar Anekdoten so aus seinem Bassistenleben erklärt und erzählt. Es war sehr aufschlussreich. Aber heute der Spector NS2. Das machen wir heute gar nicht mal so lang, denn zu Spector haben meine werte Kollegen
in Waldorf und in Frankfurt schon ordentlich was dazu gesagt. Leute, Spektorbässe, die gibt es schon ein bisschen länger. Ne? Also das ist ja nicht so etwas, was so irgendwie so seit drei Tagen gibt, sondern das gibt es wirklich schon richtig lange. Der Stuart Spector war letztes Jahr bei uns und hat uns halt eben dann ein paar Bässe gezeigt. Und klar, wir haben gesagt, nee, machen wir. Ja? USA-Spector-Bässe sind ohnehin nur bei uns in Frankfurt erhältlich. Und das ist schon... ja, das ist schon eine Maschine, Leute, die, ich meine, das seht ihr selbst, ja, das ist halt eben wirklich 1A-Verarbeitung, ja, also hochglanzlackiert, Ahornkorpus, Ahornhals mit einem schönen Palisander, Pau Ferro nennt sich das eben, mit unfassbar schönen Inlays halt eben, das sind diese typischen Spector-Inlays, ja, wir haben 4 Mechaniken, Lightweight halt eben, so Goto, Schaller-Mechanik, M4-Modell, die abgewinnte Kopfplatte. Alles in allem macht das Ding einen absolut unfassbar, wirklich stabilen Eindruck. Eine richtig fette, eingelassene Brücke. Und wie ihr wisst, ist das ja das Original. Es gibt ja eine deutsche bekannte Firma, die halt eben dieses Modell irgendwann mal in den 80ern mehr oder weniger ja kopiert hat. Also Spector, das ist Original. Ja, NS steht halt eben für Ned Steinberger. Das ist der Mann, der damals das Ganze halt eben designt hat. Ned Steinberger, seines Zeichens eher ein Industriedesigner, so für Möbel und lauter so Sachen. Natürlich im Sinne von Musikinstrument ein absoluter Freigeist und natürlich halt eben Querdenker, weil die Form damals hier gemacht hatte, die resultiert halt eben daraus, dass für ihn Ergonomie eine große Rolle spielte. Und wie ihr merkt, wie ihr seht, das Ding ist hier so gewölbt, das passt wirklich absolut jeden Bassistenbauch, ja, an. Und das Ding ist optimal balanciert, obwohl der Pin, also dieses Cutaway nicht parallel zum 12. Bund ist. Also das Ding ist optimal balanciert, macht meines Erachtens auch eine super Figur und ist wirklich für jeden Bassisten, ja, letztendlich halt eben erstmal A, eine Augenweide, B, vom Sound her, da kommen wir gleich dazu, aber auch von den Einstellmöglichkeiten, die Brücke, das ist alles wirklich solide gemacht. Wir haben eine ultra fette Brücke, die ist hier eingelassen. Da lässt sich die Oktavreinheit und die Seitenhöhe super gut einstellen. Mittels 2 Imbusschrauben kann man hier diese Böckchen, ja, kann man festmachen. Das bedeutet, habt ihr einmal das schön eingestellt, so wie ihr es braucht, müsstet ihr Dinge halt einfach nur fixieren und da bewegt sich nichts mehr. Das war's, vorbei. Die Brücke ist tief eingelassen, so einen halben Zentimeter würde ich mal sagen. Richtig da drin, das bedeutet, eine optimale Seitenübertragung oder eine Schwingübertragung ist hier von vornherein gewährleistet. Wir haben einen durchgehenden Hals. Ja, komplett bis hinten wieder. Elektronikfach innen drin vom Feinsten verlötet, beziehungsweise fast nur gesteckt. Denn das sind ja EMG-Tonabnehmer, die sind aktiv und die haben halt eben noch ein Preamp, wie gesagt, und das ist halt eben alles so mit so Steckverbindungen komplett gemacht. Das bedeutet, wenn ihr da was mal auswechseln wollt, das geht ratzfatz, das ist wirklich total easy gemacht. Die Buchse sitzt hier seitlich, man hat eine sehr, sehr gute Switchkraft-Buchse genommen, perfekt verarbeitet alles, Lackierung, Leute, das ist wirklich eine richtig dicke Lackierung, also bis ihr die kaputt kriegt, das dauert, ja, bis man dann Kratzer kriegt, das dauert wirklich lange. Der Hals ist, ja, Peter, wie ich immer so sage, das ist ein richtiger Männerhals halt. Ne? Das ist so zwischen Precision und Jazzbass eher dicker als dünner. Also für eingefleischte Jazzbass-Spieler ist das eigentlich nichts. Für alle Leute, die so ein bisschen vom Music Man kommen und sagen wir mal so ein bisschen so vom Prezi-Bass kommen, ja, das ist dann schon eher euer Ding, weil das hat so ein bisschen so, ja, das ist so sehr fleischig, halt eben vom Profil her. Eher flach, es ist ein D, also hier ist wirklich hier eine Rundung, hier ist abgeflacht und hier wird es zunehmend runder. Das bedeutet, es geht halt eben mit dem ganzen Hals geht es halt eben so in eine optimale Spielposition. Man bedeutet, man kann immer hier schön den Daumen absetzen. Ja? Super Verarbeitung, die Punkte schön groß und sichtbar, so für so blinde Bassisten wie mich. Ansonsten hier das fette Spector-Logo. Eingelassen in denselben Material wie hier. Sieht auch sehr, sehr schick aus. Alles in allem, so rein optisch, 12 von 10 Punkte, weil
Augenweide einfach. Ja, die Elektronik ist relativ einfach erklärt. Wir haben hier ein Master Volume, wir haben einen Balance-Regler für die Wahl der Tonabnehmer, wir haben einen Bass- und einen Höhenregler mit jeweils einer Mittelstellung und man muss wirklich sagen, diese Potties, die sind einfach vom Feinsten. Also das ist wirklich so, man dreht an Dingern und man merkt sofort. Kontinuierliche, feine Anhebung, wie gesagt, im Einsatz muss man wirklich aufpassen, weil diese beiden Regler können den Sound schon sehr, sehr stark verändern und einen starken Einsatz von diesem Preamp natürlich macht sich auf dem Pegel des Basses halt eben sehr, sehr bemerkbar. Eine PJ-Bestückung, ganz klar, best of both worlds, wie man so schön sagt. Passt für alle Musikrichtungen, wobei ich da wirklich einschränken muss. Meines Erachtens liegt dieser Bass am besten, wenn beide Tonabnehmer an sind. Ja? Ich zeige euch gleich, warum. Ansonsten ist das Teil ja relativ schnell erklärt. Ein wirklicher Edelbass in der Preisklasse relativ weit oben, muss man sagen. Lieferzeit für diesen Bass, also wir haben über ein Jahr gewartet, bis die Dinger da waren. Ich denke mir, das ist so ganz klar, der Steffen war gerade wieder in New York und hat die Jungs mal besucht und es ist wirklich eine relativ kleine Werkstatt alles, ja, und die machen da alles selbst, also wirklich so ein kleiner Betrieb, wo alles selber gemacht wird und dann ist ganz klar, da wird auf Qualität höchste Wert gelegt und ganz klar, Leute, Qualität, das dauert einfach, das muss gebaut werden, das muss halt einfach dann gefertigt werden, lackiert und so weiter und so weiter. Da kann es halt einfach mal dauern, dass sowas halt eben einfach mal, na, über ein Jahr halt eben einfach mal, ja, eine Lieferzeit braucht. Bisschen Klangbeispiele. Meines Erachtens nach eins der geilsten Slap-Bass-Sounds überhaupt. Und dieser Bass-Sound ist erstaunlich, erinnert mich wirklich unheimlich stark an die 80er. Also ich weiß auch, dass in den 80er diese Bässe wirklich sehr, sehr en vogue waren. Ich selber habe damals bei Mr. Bassman etliche davon verkauft. Ja, das war damals gab es einen Run auf diese Dinger. Die Qualität war damals schon wirklich 1A. Ja, Doug Wimbish, ich meine, der Kollege von Police hat damals eingespielt, das Ding. Dann der Bassist von Joe Jackson hat eingespielt zum Beispiel, ja. Graham Maybe zum Beispiel, auch einer meiner Heroes überhaupt. Also jede Menge Leute haben wirklich diese Bässe gespielt und heutzutage gibt es auch hier und da wieder ein paar Leute, die die Dinger wirklich nach wie vor benutzen. Mike Ness damals hier von Alice in Chains zum Beispiel, auch so ein Vertreter dieser Firma, der hat dann später dann Warwick gespielt. Aber der Sound dieses Basses, ich... Dieser Klang von diesem Bass hat auch so was Durchdringendes. Ne? Also es ist so ganz anders als Fender oder Music Man, sondern das ist so wirklich so ein F. Der schiebt sofort, der Ton baut sich so glockenmäßig auf und schiebt sofort hinten ran. Wie gesagt,
Ich denke, das ist ein Bass für Recording-Zwecke, für Live-Auftritte. Das ist wirklich so eine eierlegende Wollmilchsau. Damit kann man wirklich so ziemlich alles machen, von muffligen Stimmt. Alles Realtime, Leute. Alles Realtime hier. So. Ne, Höhenpisten untergedreht, ein Bass angehoben. Ne? Höhen rein. Also wenn ihr einen Bass sucht, der wirklich drahtig klingen soll, der wirklich richtig so durchdringend klingen soll, ja, so nicht so mufflig, warm, weich, ne? nicht so ein Oldschool, sondern so einen richtig modernen, knackigen Ton, ja, ich meine. Das ist es. Ja, wenn ihr wirklich so einen Ton sucht, der wirklich so durchdringend ist, der wirklich sich komplett durchsetzt, der ja auch so ein bisschen fernab von diesen ganzen Vintage-Sounds ist, dann ist das schon wirklich so die Maschine. Also ich meine, 80er-Jahre-Sound garantiert Inside, ja, wirklich, das ist so. Ein typischer 80er-Jahre-Bass-Sound, ne? So damals, wo die Zeiten halt eben so ein bisschen so elektronischer wurden, wo der Bass nicht mehr so bassig klingen sollte, so ein bisschen synthetischer, so ein bisschen klarer und brutaler und etwas durchringender. Dann hat man gern diese Music Man-Bässe, ey, das musst du rausschneiden, Mann. Diese Spector-Bässe genommen, waren damals schon nicht sehr billig, logischerweise. Sind es heute natürlich auch nicht, aber ich muss wirklich sagen, optisch ist es nicht unbedingt mein Fall, aber es ist dennoch wirklich eine Augenweide. Und für alle Leute, die wirklich so eine ultimative Lösung suchen in puncto Durchsetzungsfähigkeit, Brillanz, Klarheit, richtig langes Sustain, ich meine richtig langes Sustain, Leute, das ist eure Maschine. Mit diesem kleinen Satz verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basskanal. Kommt vorbei im Laden in der Hanauer Landstraße oder in Waldorf bei meinen Kollegen und schaut euch mal die Spector-Teile an. Das ist wirklich so eine ganz andere Nummer. Ja, das muss man probiert haben, denn wie gesagt, das ist irgendwie so Bass in der Oberklasse, wo man denkt, naja, man hat alles schon gesehen, man hat alles schon gehört und dann nimmt man sowas hin und denkt man sich so, okay, alles klar. Da kann es doch nach oben noch weiterhin gehen. In diesem Sinne, Leute, Peter und ich verabschieden uns von euch und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.